Stark, mächtig oder tapfer. Das bedeutet Maurice Carstens Künstlername Fortis ins Deutsche übersetzt. Eigenschaften, die der Duisburger Rapper in der Königsdisziplin des Hip-Hops verkörpert, dem Battle-Rap. Ach, Digga, komm ran, Star von dem Chefkoch am F-Tor. Von Anfang an, kranker Motherfucker, alles. Mein Sound schallt laut aus den Autos deiner Straßen, der Rap ist exzessiv, fresh and clean, die Schaufenster. Durch Erfolge bei Battle-Turnieren hat sich der Friemersheimer einen Namen in der Rap-Szene gemacht. Wir haben den MC im Vienna Waves Tonstudio in Dienstlaken getroffen. Ja, Maurice, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mich heute in deinem Tonstudio hier zu empfangen. Du bist ja hauptsächlich noch berufstätig. Ja. Wie oft findest du eigentlich die Zeit, im Studio zu sein und Sachen aufzunehmen? Momentan ist das eigentlich eher spontan. Also ich schreibe einen Track fertig und mache dann mit Eidetic irgendwie einen Termin aus, dass ich aufnehmen komme. Oder es ist halt Zeitdruck da und ich muss ins Studio und dann muss ich mir halt die Zeit nehmen. Du hast mir eben erzählt, du machst seit 2006 Musik. Wie bist du damals zum Rap gekommen? Genau, seit 2006, fünfte Klasse war das, glaube ich. Da hatte mich dann irgendein kleiner Junge auch im Rap halt im Rap beleidigt und der hatte damals nur einen Text geschrieben und ich habe mir dann gedacht, ich mach's besser und habe einen Track aufgenommen, irgendeinen Beat in Hip-Hop-EJ gebaut und es war natürlich nicht gut, aber ja, so ging's dann weiter. Du bist ja jetzt bekannt geworden durch die Battle-Sachen, dieses VBT, JBB. Für viele junge Künstler ist das ja ein Sprungbrett auf die große Bühne. Wie war das damals für dich? Sprungbrett war es auf jeden Fall, hat viel gebracht. Ich habe 2015 angefangen mit dem VBT, hatte da 700 Facebook-Fans und bin jetzt mittlerweile bei 10.000. Hat sich also gelohnt, würde ich sagen. Du gehst jetzt bei einem neuen Battle-Format an den Start, die sogenannte Julian's Music Cypher. Mhm. Das ist ein bisschen was anderes als die Battle-Formate, die du vorher gemacht hast. Ja. Kannst du mal kurz erklären, was da anders ist? Da geht es halt einfach um die Musik, nicht darum, jemanden anders fertig zu machen und die Bewertung findet noch anders statt. Also Julian bewertet da schon noch, aber der hat nicht so krassen Einfluss darauf, wie viele Punkte man bekommt, wie das Publikum, sage ich mal. Also es ist fast 50-50, glaube ich sogar. Wenn ich jetzt gerade auf deine Mütze gucke, da kommen mir drei Buchstaben entgegen. LNG, das steht für deine Crew. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, Lachsnacken Gang sind meine Kumpels. Wir mögen alle Rap, wir hören alle Rap, wir machen alle Musik. Der eine macht Videos, der andere designt. Und so ist das dann zusammengekommen irgendwie. Also, wir haben uns da nicht wirklich viel bei gedacht, aber irgendwie kam das gut an und dann haben wir weitergemacht. Wie kam es denn zu dem außergewöhnlichen Namen Lachsnacken Gang? Ja, da saßen wir abends total besoffen auf meiner Couch und dann sagte er, lass uns doch Lachsnacken Gang nennen. Jeder hasst das Wort, weil ein Kollege hatte das hier so in den Umlauf gebracht bei uns. Lachsnacken ist ja ein anderes Wort für Idiot. Ja, die Idiotengang. Also, weiß ich nicht, die haben mich sowieso dann alle gehatet, weil ich habe es in meiner Quali irgendwie einmal erwähnt und dann, was labert der da, was soll das sein? Und dann haben wir uns so genannt und wir haben uns gedacht, wenn man das hasst, dann ist es auf jeden Fall in aller Munde und die Leute sprechen über dich. Auch wenn der 24-Jährige in Zukunft nicht mehr an Rap-Battles teilnehmen will, sprechen wird man über ihn weiterhin. So feilt Fortis aktuell fleißig an einem Release, das noch dieses Jahr erscheinen soll.